Also Leute, in diesem Video geht es um den 10 € Absichtteilen von Norma. Ihr seht schon, Körnung 400er und 1000er ist jetzt eher für richtig stumpfe Messer. Ja, ist halt nicht so was Feines, wie ich jetzt ich bin von Wüsthof auch habe. Der Stein kam 70 oder 80 €, der kam 10 €. Ist natürlich entsprechend auch ein bisschen größer dann bei Wüsthof. Ist aber auch ein anderer Einsatzzweck, weil der geht schon mit 8000 in Richtung Politur. Und der hier ist halt für die richtig stumpfen Messer. Meine Messer sind jetzt nicht komplett stumpf, aber sie können halt wieder nachgeschärft werden, wenn man sich das mal anschaut, weil es reißt hier schon wieder. Ja, jetzt ist Papier nass geworden, natürlich. Natürlich, nasses Papier kann man nicht schneiden. Aber ihr seht schon, es reißt total. So. Ich benutze jetzt auch nur die 1000er Fläche. Gibt natürlich im Lieferumfang auch noch hier für den Stein, aber ja, viel bringen tut das auch nicht. Abtrocknen beim Handtuch und jetzt sollte es auch wieder ziemlich gut durch Papier gehen. Geht deutlich einfacher als vorher und das kann ich euch auch jetzt bei dem anderen, was noch ein bisschen stumpfer war, natürlich immer Stein nass machen. Also man kann die Steine auch mit Öl verwenden, aber bin ich kein Freund von. Weil das Problem bei Öl ist, ja, man hat es halt nicht immer und Wasser hat man immer und überall eigentlich, außer man ist gerade in der Wüste. Jetzt sollte es auch wieder schneiden können. Naja. Es geht besser als vorher. Sollte ich noch mal ein paar Mal drüber ziehen. Der eine oder andere fragt sich, was hier mit der Spitze passiert. Ja, auf Fliesen runtergefallen. Spitze komplett verbogen. Ja, jetzt habe ich so eine Spitze. So viel dazu und zum Thema Stein. Ich mache mal kurz sauber. Weil zum Thema Stein, der ist auch schon älter. Kann man schon sehen, dass er schon leicht, ich sage jetzt mal wie ein Hufeisen gewölbt ist nach innen. So ist er ja gewölbt von der Seite hier und so von der anderen Seite. Sieht man wahrscheinlich auf der blauen jetzt ein bisschen besser. Ich weiß gar nicht, sieht man das überhaupt? Ich hoffe, dass man es erkennt. Der ist auch schon 1 oder 2 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, wann ich den bei Norma gekauft hatte. Aber jedenfalls für jeden Anfänger kann ich den wirklich empfehlen. Für alle, die schon so einen günstigen Stein besitzen, könnte ich sowas Teures von Wüsthof eher empfehlen. Oder wer dann halt einen richtigen Luxusstein haben will, der sollte sich Diamant holen. Weil Diamant hat wirklich den Vorteil, dass es halt
einerseits am schnellsten geht, andererseits ist es auch wirklich langlebig. Jetzt fragt sich der eine oder andere, haben teure Steine von Markenhersteller, die halt zum Beispiel hier, der kam 40 €, den habe ich 2018, soweit ich weiß, geholt. Der kam 40 € damals. Ich weiß gar nicht, was der jetzt bei Wüsthof kostet. Ist auch Wüsthof. Ist ein 400er und ein 2000er Schliff. Also Körnung. Ja, ist auch schon ziemlich abgenutzt, wie man sieht. Aber kann man ja immer noch verwenden. Müsste mal wieder so mal abschleifen, damit die wieder plan sind. Und ja, bei den teureren merkt man wirklich schon, dass die langlebiger sind und dass das Schleifen auch schneller geht. Ja, so viel zu dem Thema. Dann, ich hoffe, ihr habt dazugelernt. Und das ist eine Kaufempfehlung hier für alle Einsteiger. So viel dazu. Dann tschüss, bis zum nächsten Video.